boah, wie diese Tentakeln nerven, weil man einfach nicht wirklich genau sieht, wo man hinläuft. Speicherpunkt, so viel habe ich gesehen. Feluciana, macht ihr denn hier unten? Hologron! Hologron! Nein! Och, war das knapp. Okay. Erstmal von dem einen oder anderen Felucianer lösen hier. Ach gut, hier hinter habe ich also Schutz. Ja. Das heißt, ich gehe hier hin. Und habe Schutz und warte, bis er fertig gepustet hat. Oder was er immer da macht. Ob er da pupst oder ein Magenwind. Nein. Kein Risiko eingehen, nicht dass mich hier einer von hinten und so. Das mag ich ja gar nicht. Ach, verflucht. Merde. Ja, jetzt hör doch mal auf. Ja, jetzt reicht's. Boah, das ist aber eine blöde Ecke. Dass man hier ständig so lange warten muss. Bis der hier aufgehört hat zu pusten. Und dann erst weiter kann. Und warten. Und dann probieren wir uns den Holocron zu holen. Und zack. Und gehen hier hinter. Entschuldigung. Und dann... Oh. Mann, ey. Das ist aber echt eine langweilige Ecke. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Die Minimap zeigt mir einen gelben Pfeil da vorne an. Also sind wir hier auf jeden Fall richtig. So viel steht mal fest. Und als nächstes möchte ich da links hin. Na, komm schon, mehr dich aus. Bitte. Okay. Und dann, ja, geht's ja da raus, ne? Was heißt raus? Wahrscheinlich irgendwo tiefer rein. Gut. Die Ecke wäre erledigt. Und nun? Sequenz. Ja, was war das denn? Ich musste mal ganz kurz einen Schluck trinken. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns hier... Seid ihr noch da? Wiederhole, versteht ihr mich? Erwartet. Ich bin hier, Juno. Ist alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Gut. Euer Signal ist wieder stark. Doch ich empfange mehr Lebenszeichen, die auf euch zukommen. Ich sehe es. Ich muss hier hinten erstmal Papa Bär ausschalten. Dass hier diese komische rote Aura weg ist. Ist sie aber nicht. Das heißt, da steht ein Rancor. Kann ich auch. Nur nicht mit dem tollen Kick. Das hast nur du drauf, aber... Was soll's denn? Damn's! Jetzt habe ich mich selber wieder, in die Luft gesprengt. Vielleicht muss ich mich ja mit dem Rancor gar nicht auseinandersetzen. Aber irgendwie glaube ich dann schon.
dass ich das muss. Oh! Na, oh, erstmal Macht aufladen. Blöder Penner. Oh, und nicht, vielleicht mal nicht daneben schießen. Hält sich am Kopf nicht aus. Macht. Ach, ich bin ein Held. X. Y. Und X. B. Y. Jetzt reicht's aber. Jawohl. In your face. Ja, ja, ich will euch hier oben erstmal. So, bevor ihr mir nämlich da unten das Genick brecht, müsste ich euch hier oben wohl erstmal beseitigen. Dich auch. Schrei nicht so. Du fliegst eine Runde. Du ebenfalls. Ihr lebt ja noch. Lebt der andere etwa auch noch? Ist da oben etwa ein Holocron, den ich voll übersehen habe? Könnte sein. Na, hoch. Hier sind ja noch mehr Geschütze. Guck mal einer an. Und ein großer. Wo war denn jetzt der Holocron? Ich glaube, das sollte auch eher ein kleineres Problem meinerseits sein. Wo der Holocron ist, denn erstmal müsste ich mich, glaube ich, um dich kümmern. Gut. Blöde Pflanzen. Boah! Da hinten ist aber gut was los. Ich glaube, das ist hier sogar der offizielle Weg. Dann Holocron. Instabiler blauer Lichtschwertkristall. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Gehen die Pflanzen sowas von dermaßen auf die Nerven? Das gibt's gar nicht. Wie dermaßen? Blitz jetzt bitte mal. So, und dann trifft er mich doch glatt noch. Der Häuptling. Komm doch mal hinterher. Dass ich dich hier nicht immer aus der Ferne bekämpfen muss. So, jetzt kommt er. Schön. Wir lassen die Macht wieder aufladen. Das übliche Spielchen. Und es geht weiter. Na hopp, den packste. Yes. Dunkler felusianischer Häuptling. Besiegt. Ich habe da hinten einen Rancor rumhampeln sehen. Korrekt. Habe ich korrekt gesehen. Die stellen einem hier aber ganz schön. Irgendein Zeichen von Senator Organa? Nee. Noch nicht, aber erst in der Nähe. Ich spüre es. Okay. Da der Rancor mir noch nichts tut, gucke ich mich noch mal kurz nach Holocrons oder ähnlichem um. Und dann kümmere ich mich um den Rancor. Oh, verflucht. Kommen die Krieger mir wenigstens hinterher? Ja, kommt alle her. Kommt schon. Ihr fiesen Schweine! Okay.
Ja, komm. Kurz einen Blitz nachschießen. Oh, da hinten laufen noch einige rum. Mann! Und mal einmal auf den Rancor. Und ganz schnell wieder den Rückzug antreten. Der hat noch halbe Energie. Gut zu wissen. Okay, das macht auffüllen geht doch echt recht zügig. Finde ich gut. Sogar sehr gut, um genau zu sein. Da kommt aber als Nachschub von da hinten. War es das jetzt? Zumindest mit denen, die auf mich zugerannt kommen. Boah, jetzt habe ich den Rancor nicht getroffen. Beziehungsweise nicht im Visier gehabt. Jetzt aber. X. Fein. Y. Und nochmal X. Und B. Und Y. Und mitten ins Auge. Puh. Geschafft. Der Rest ist jetzt, glaube ich, nicht mehr das große Problem. Okay, aber ich habe hier... Ich habe schon länger nichts mehr gefunden. Nee, natürlich, kein Holocron gefunden, wollte ich sagen. Aber ich sehe hier auch keinen. Hier ist noch irgend so eine komische Ecke, wo einer sein könnte, wo aber keiner ist. Da leuchtet irgendwas. Das sieht nur so aus. Also geht es weiter. Ja, ja. Ihr kleinen Scheißpflanzen. Beide tot. Ja, nicht, ne? Jetzt. Da, die haben eine rote Aura. Wo ist der Bubby? Wo ist der Bubby? Ich sehe ihn nicht. Euren Häuptling. Da hinten. Ist auch kein großer. Nein. Die blöden Pflanzen, nervenvolles Programm. Brutzel, brutzel, brutzel. Bonusziel erreicht. Machtpunkte. Du stehst ja noch. Oder wieder. Oder bist du neuer. Oder was ist hier los? Gut. Es geht weiter. Wir sind Senator Organa sehr nahe. Oh, sehr, sehr nah, denn jetzt kommt ein Ladebildschirm. Ich vermute mal, dass wir ihn jetzt gefunden haben, beziehungsweise gleich finden werden. Begib dich zum Rancor-Friedhof. Das war ein Speicherpunkt. Und ich möchte an dieser Stelle einen Schnitt machen, weil ich gerade nicht mehr so wirklich Lust habe. Wir sehen uns, je nachdem wie es passt, entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao!